Ja, im heutigen Video ernten wir diese Supermarktkartoffeln, die einfach nebenbei wuchsen, die eigentlich gar nicht so wirklich geplant waren. Es wurde trotzdem noch ein halber Schubkarren voll, trotz Geschichten wie Hitzewelle, Kartoffelkäfern und viel zu kurzer Wachstumsdauer. Dazu erzähle ich ein bisschen was im Video und ich denke, wir legen direkt los. Ja, während Kartoffelsorten wie Saupomira, die ja sehr krautfolgeresistent, oder wie Linda da unten noch komplett grün sind, sind die Supermarktkartoffeln, die Sorte Gala, bereits komplett abgedürrt. Man sieht, da ist überhaupt nichts Grünes mehr dran. Ja, so sieht das Ganze von Namen dann aus. Da ist wirklich alles schon seit 2 Wochen abgedürrt. Entsprechend mies, glaube ich, fällt die Ernte aus, denn wir haben Mitte Mai gingen die Pflanzen auf, Ende Juli sind sie abgedürrt. Das heißt, wir hatten eine Wachstumsdauer von ungefähr 80 Tagen. Das ist ein bisschen wenig für Kartoffeln, also so zwischen 100 bis 120 ist eigentlich normal. Ja, zum Ernten, man kann einfach versuchen, hier die Kartoffeln mit Kraut rauszurupfen. Meistens bleibt da noch einiges in der Erde. Ja, es wird scheinbar eher kleine Kartoffelchen geben, dem ersten Eindruck nach, aber wir gucken. Ja, ein bisschen was lässt sich finden, aber da sind jetzt nicht die größten Kartoffeln. Gut, es gibt viele kleine Kartoffeln, im Endeffekt sowas hier würde sich gut als Pflanzkartoffeln eignen, aber da wir die Kartoffeln ohnehin nur weggeschmissen hätten, hier wird es ein bisschen besser, weil die ja einfach übrig blieben und auswuchsen, kann man sich sowieso nicht beschweren. Gut, nachdem es anfänglich etwas schlecht ausgesehen hatte, hier oben sind schon ein paar dabei, die ganz akzeptabel sind. Also größenmäßig wird es hier auf jeden Fall besser. Ja, hier wird es doch schon viel schöner. Ich meine, das ist von der Größe doch auf jeden Fall akzeptabel. Ja, hier sieht es insgesamt ganz gut aus. Ich zeige es gleich. Also dafür, dass ich diese Kartoffeln eh nicht mehr verwendet hätte, die ich hier gepflanzt habe, und dass sie eine sehr kurze Wachstumsdauer hatten, sehen sie doch ganz akzeptabel aus. Nochmal 2 schöne Exemplare. Hier schlummert noch einer mit drin, also ja, ganz in Ordnung. Die sind alle ganz akzeptabel, auch hier, auch die hier. Na, da sieh einen an, das kann sich echt sehen lassen. Solche mit grünen Stellen sollte man idealerweise entfernen, das kann man nicht mitessen, weg damit. Für diejenigen, die sich fragen, wie solche grünen Stellen entstehen, einfach wenn Sonnenlicht hinkommt. Dann bekommen die solche Stellen. Ja, sehr schön, auch wenn es anfänglich ein bisschen schlecht aussah. Also hier kann ich mich jetzt wirklich nicht mehr beklagen. Das sind doch ganz akzeptable Kartoffeln dafür, dass sie nur 80 Tage ungefähr in der Erde hatten und auch noch mit dem Kartoffelkäfer und der Sahara-Hitze zu kämpfen hatten. Ja, wie man hier sieht, das sind noch ein paar Pflänzchen, die sind leicht grün.
Hier könnten die Kartoffelchen ebenfalls ein bisschen größer geworden sein, einfach weil noch mehr Wachstumszeit dann da war. So, wir blicken hier mal rein. Ah ja, das passiert leider manchmal, dass man hier eine Kartoffel etwas aufspießt, die einfach zur Seite legen und als erstes machen. Ja, insgesamt sieht es in diesem Bereich hier sehr gut aus. Da sind sehr viele etwas größere Kartoffeln. Also das ist auf jeden Fall top hier. Vielleicht mache ich ein kleines Häufchen. Das hier also ist unsere Ernte von heute und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Also es waren wirklich doch einige in dieser Größe dabei, auch wenn es anfänglich überhaupt nicht danach aussah. Man sieht es hier durchgemischt, also wirklich schöne Exemplare. Es sind nicht die Gigakartoffeln, aber das kann man nicht erwarten nach 80 Tagen Wachstumsdauer. Am Ende der Wachstumsphase Sahara-Hitze und Kartoffelkäferbefall. Das sind einfach so die Problematiken dieser Supermarktkartoffeln. Aber ansonsten, für das, dass es ein Sack Supermarktkartoffeln war, die ich ohnehin weggeschmissen hätte, weil sie ausgewachsen sind, und ja, dafür, dass es eben ein Sack war und der ganze Spaß zwischen Riesenkürbis und Maiswuchs, kann man sich nicht beschweren. Noch als kleiner Tipp für die Kartoffeln so in dieser Größe, koch die einfach als Ganzes, entfernt die Schale, schmeiß sie danach mit etwas Zwiebel in die Pfanne. Das werden sehr schöne Bratkartoffeln, einfach als Ganzes, ja, das ist bei dieser Größe nicht schlecht, geht auch super schnell. Hier jetzt mal ansehen, also das sind wirklich immer größere und so ein bisschen mittlere, ja, das ist gut durchmischt, also ich bin sehr zufrieden damit. Und dafür, dass es ein Sack Kartoffeln aus dem Supermarkt war, ist es hier ein halber Schubkarren voll geworden. Hier zwischen Mais und Riesenkürbis war eben der Kartoffeldamm drin, passt auf jeden Fall, würde ich sagen. Das hier war also jetzt die Ernte der kleinen Kartoffeln. Wenn ihr die größeren Kartoffeln sehen wollt, wie zum Beispiel Sapumire im Herbst, dann lasst doch auf jeden Fall schon mal ein Abo da und ein Like, wenn es euch gefallen hat. Denn die anderen Kartoffelsorten, die ich jetzt eigentlich hauptsächlich haben wollte, nicht die hier, die so nebenbei wuchsen, die sind noch grün, die gibt es dann im Herbst, die dürfen ein bisschen größer werden. Da sind dann auch rote, lila und eben gelbfarbene dabei. Das lohnt sich also auf jeden Fall, wenn ihr da noch mit reinschaut. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen und hoffe, dass wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen werden.